Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Bereit? Anlegen! Feuer! Gute Arbeit. Zurück auf die Posten. Vive la Révolution! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Liefert den Tyrannen aus! Wo ist der hin? Ach, draufgeschissen. Ich höre keine Geräusche. Halt, Bürger!
Keine Spur von dem Tyrannen? Hat sich wohl abgesetzt. Feiger Bastard! Nicht gut. Einer von uns. Gott. Tremblay. Was war das? Teufel, noch eins. Marku. Du gehörst mir. Was war denn das? Zurück! Zurück! Bleib zurück! Weg!
Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Die Kutte wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh, ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Gewehre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Würden wir die nur finden. Was sagt er dir? Sehr gut gemacht, mein Freund. Unglaublich. Etwas gefunden? Ein wahres Füllhorn, ja. Und ihr? Ich glaube, ja. Ja. Das sind sie. Das sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen, zu gehen? Beeilen! Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Ihr habt euch gut geschlagen da hinten. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Ich halte nicht viel von Befehlen. Ah. Der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marschall. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Bonaparte ist mein Name. Napoleon Bonaparte. Oberstleutnant der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorion. Angenehm. Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt.
Ich war nie hier. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Was nun? Einen Moment. Ihr solltet in Deckung gehen. Alles in Ordnung hier? Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen, hier. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gib mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Heute Morgen wurde ich von 3 Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich "Lang lebe die Republik" rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief "Lang lebe die Republik". Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halbverhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen wird, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Nehmt ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Komm schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Ihr Hurensöhne! Ruhe!
keine Bewegung! Behaltet sie im Auge! Bastarde! Keine Tricks! Das ist unmenschlich! Keine hektischen Bewegungen! Ich will eure Hände sehen! Monster! Wenn sie irgendwas planen, erschießt sie! Dafür geht ihr auf die Guillotine! Beobachtet sie, Männer! Gott wird euch strafen! Ja, was ist passiert? Hier stimmt etwas nicht. Merci, Monsieur. Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber habt Dank. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Na, lass sie liegen. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. Durchsuch? Du! Hier stinkt es mir zu sehr. Na, jetzt reicht es da drin. Mauvais coup pris par tu. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Schlagt sie zurück! Vive la Roche! Bleibt ruhig! In die Bresche! Haltet die Reihe! Tötet sie alle! Beruhigt euch! Ich bin mich Sorgen zubereitet. Auf der Straße könnte man sich fast sicher fühlen. Ist er wirklich? Ach, was sonst? Ich brauche eine Hure. Wo ist der Aufseher? Fahr zur Hölle! Noch einer? Er ist auf dem Dach. Guter Junge. Kommt, Leute, nach oben. Ja. Ah! Oh!
Schaut, Aufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? Na los, Aufseher! Lasst uns anstoßen! Vive la Revolution! Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ah, seht! Er vermisst euch! Na, na, Aufseher! Nicht so unhöflich zu eurem Gast! Seht! Er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt saht! Oh! Schmollt ihr etwa, Aufseher? Le jour de gloire est arrivé. Na los, sing! Sing! Na los, Aufseher! Lasst uns anstoßen! Vive la Revolution! Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ah, seht! Er vermisst euch! Na, na, Aufseher! Nicht so unhöflich zu eurem Gast! Seht! Er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt saht. Oh! Schmollt ihr etwa, Aufseher? Tja, es tut mir unendlich leid, Aufseher. Es ist nun... Wir konnten den Rest von ihm nicht finden. Ich will dich finden! Bleib einen Moment, dann lege ich dich um! Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledigt, Luxembourg. Oui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Je vais vous montrer un moment.